Miau und herzlich willkommen bei Elefantus Katus. Heute zeige ich euch, welche Karten ich aus diesem Sticker-Set von Aktion gebastelt habe. Viel Spaß beim Zuschauen! Für die erste Karte habe ich mir diesen Block ausgesucht und daraus habe ich mir dieses Papier ausgesucht. Das habe ich schon auf meine Bedürfnisse getrimmt. Und das hat eine ganz, ganz dünne Mattung aus Kraft-Cardstock. Dann habe ich mir hier zwei Elemente ausgestanzt. Und dabei habe ich diese Stanzen benutzt. Und eins davon habe ich einfach passend zu dem Motiv koloriert, was ich mir als Aufkleber ausgesucht habe, was bei dieser Karte verarbeitet wird. Und natürlich habe ich hier auch eine Grundkarte schon mal. Aber wir fangen mit dem Aufleger an. Ich klebe jetzt die beiden Sachen zusammen. Also hier verwende ich keinen Flüssigkleber, weil dieses DSP ja extrem dünn ist. Ich habe mir überlegt, dass ich aus diesem Stempelset At the Beach verwenden will. Nicht das Ganze, sondern nur At the Beach, und deswegen habe ich mir das auseinandergeschnitten. Das geht wirklich gut, das ist auch wirklich kein Problem. Also das werden wir auch gleich stempeln. Und ich habe mir diesen Aufkleber ausgesucht für diese Karte. Und ja, dementsprechend, dieses Blau passt perfekt zu diesen Streifen hier. Denn ich werde sie stark überlappend hier vorne draufkleben und dann meinen Aufkleber noch drauf. Deswegen stempeln wir gleich hier unten unseren Spruch. Und das werde ich erstmal mit Braun versuchen. Wenn das schlecht zu sehen ist, dann können wir das noch mit Schwarz überstempeln. Und hier verwende ich meine Archival Ink, einfach weil das die gute braune Farbe ist, die ich habe. Also das werde ich, denke ich, doppelt stempeln, weil das sonst sehr schwer zu sehen ist. Oder vielleicht sogar dreimal. Ja, so gefällt es mir sehr gut. So lasse ich das. Das ist auch sehr gut sichtbar. Also jetzt wollen wir noch die Sachen hier drauf kleben. Das erste kommt hier so schräg drauf. Ich denke, ohne extra Dimension. Ich habe mir übrigens aufgeschrieben, also das war wohl der Twinmarker Nummer 63, um diese Farbe genau passend zu haben, falls jemand das nachbastelt. Und ich denke, das werde ich sogar so quer positionieren und ich denke, auch das hier werde ich einfach flach aufkleben. Jetzt kommt auch unser Aufkleber ins Spiel. Den klebe ich noch mit ein bisschen extra Kleber einfach direkt auf dieses weiße Element drauf. Und zwar so, dass es halbwegs Sinn ergibt, dass die Tasche irgendwie steht. Das kommt jetzt erstmal auf die Grundkarte drauf. Da habe ich das so zugeschnitten, dass da noch so ein ganz, ganz kleiner weißer Rand ist, damit man das Weiße hier nochmal aufgreifen kann. Und natürlich, wie immer, wie soll es anders sein, auch hier kommt Schaumstoffklebeband ins Spiel. Also das habe ich wohl ein bisschen zu weit links geklebt, deswegen wird das jetzt einfach auf diese Seite ein bisschen getrimmt. Und schon sieht es wieder perfekt aus. Ich klebe hier noch Sonnenschutz dran, als kleine Erinnerung dran, dass man sich unbedingt einschmieren soll.
Und so sieht dann die Karte Nummer 1 aus. Er könnte das natürlich noch irgendwie mit Steinchen dekorieren oder sowas, aber ich finde diesen Kontrast gerade schön. Das glitzert ja schon bereits und das ist so ganz, ganz schlicht. Dann haben wir hier Karte Nummer 2. Das ist so eine Pop-up-Karte, die man sich auch hinstellen kann. Die habe ich auch mit Aufklebern gemacht, von diesem Aufkleberset. Und ich zeige das noch in einem separaten Video, wie ich diese Karte gemacht habe. Es ist zwar nicht besonders schwierig, aber ich wollte dieses Video jetzt nicht zu lang werden lassen. Und das ist dann meine Idee Nummer 3. Bei dieser Karte habe ich diesen Holo-Karton geprägt. Und zwar, weil für mich dieses Muster wie Sonnen aussah. Ich habe hier herzlichen Glückwunsch gestempelt und einfach per Hand ausgeschnitten. Und ja, dieses Schiff ist von diesem Aufkleberset. Hier habe ich ordentlich was extra rausgeschnitten, zum Beispiel hier war das noch weiß und so weiter, aber das habe ich dann alles mit einem Präzisionsmesser dann rausgeschnitten, damit das ein bisschen mehr von dem Hintergrund zeigt. Und ich habe diese Stanze aus meinem Bestand verwendet, das ist so ein maritimes Netz. Das habe ich dann zerrupft und hier ein bisschen benutzt, weil dieses Holo-Karton schon ein bisschen auffälliger ist. Das habe ich auch dann mit derselben braunen Farbe mattiert und auf einen ganz normalen Kartenrolling geklebt. Natürlich wie immer mit Schaumstoffkleberband. Also hier seht ihr meine drei Ideen für Karten aus diesem Aufkleberset. Wie ihr seht, ist da noch einiges übrig, aber ich wollte erstmal mit drei das machen, damit es nicht zu viel wird. Und wie immer, jetzt hoffe ich, dass ihr fleißig kommentiert und mir sagt, welche Karte euch am besten gefällt. Ich mag diesen Pop-up-Effekt sehr. Ich finde, die Karte ist auch sehr neutral und ja, sehr lustig geworden. Und wie ihr in dem Video sehen könnt, ist diese Karte eigentlich sehr einfach zu basteln. Also das gefällt mir sehr gut, aber natürlich gefallen mir alle diese Karten gut so, wie sie sind. Wie gesagt, sonst würde ich sie ja auch nicht so basteln. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!